Die wahre Geschichte von Hedbutresja, eine religiöse Fantasie. Von Billy McBride. Copyright 2019, von William McBride. Alle Rechte vorbehalten. 1. Ein Tag außerhalb der Wohnung. Ein normaler Ort, wo man von Angesicht zu Angesicht spricht. Ein Tyrann, draußen auf dem Feld. Diskutiert mit Bully 2 eine Sache enthüllt. Bete hierher, Peer, eine Herausforderung. Wagt man es? Da ist ein Mann drin, auf den ich starre. Notieren Sie das Gebiet gut, da. Schau. In Lord Mammons Wohnung gibt es einen Gauner. Ein Symbolhaufen, diese Figur ist dort entstanden. Eine Vision, die aus der Luft zu uns kommt. Eine Vision, die jetzt stärker wird, und bäm. Seine temporäre Präsentation, verdammt. Er ruiniert Mammons Kammern, das ist sicher. Für Fragen grau zu wissen, werden wir einige Köder führen. So wichtig, um festzustellen, warum dieser Mann schleicht sich da drinnen, was ist sein Plan? Mit Limba Schritt, uns still, einfach gekreuzt. Vor unseren Peering-Augen zu einem solchen Preis. Ist in der Wohnung unseres Herrn? Er wird zahlen. 2. Dieser Fehler, wird es sein eigener letzter Tag sein. Ein Begräbnis für seine Freiheit. Sein Körper auf den Bürgersteig gedrückt werden. Wir werden ihm größte Tränen bringen, er wird nicht fliehen. Er wird spüren, dass unser Chor sein Ende findet. So stand neben Bully einer, der andere. Dann begannen Bully 2 selbst zu brüten. Ja, da drüben. Der Typ ist bei Mammon. Dieser lustige Kerl, der ein schuldiges Gesicht hat. Eindringlich, schleichend, heimlich herum. In Mammons, dem Palast unseres Herrn, haben wir. Dieser Mann drinnen, ein Dieb mit heimlichem Tempo. Er muss spurlos verschwunden sein. Und Zeit verlieren wir, die wir uns nicht leisten können. Der Mann ist bis zu nichts Gutes, oh mein Herr. Lord Mammon, er wäre verärgert zu wissen. Ein Mann ist an seiner Stelle störend und langsam. Wir müssen Raum und Brett unseres Mammons verteidigen. Wir lassen ihn nicht zu Mammons Horte schleichen. Dann sollten wir schnell handeln. Und kommen Sie mit einem Plan und machen einen Pakt. Seitdem, was er dort tut, weiß unser Gott was. Wie Mammon würde, lass uns gehen und ihm in den Hintern treten. Wir beide werden ihn schlagen, das ist eine Tatsache. Er darf nicht da sein und intakt bleiben. Wir mögen es nicht, wenn Menschen mit unserem Gott spielen. Aber warum dieser Mann da ist, finde ich seltsam. Der Mann zu Hause wurde gefunden, um eine Furcht zu fühlen. Das Billy Mac zu Angeltriegboot sagte. O, Engel hoffen, dass einige Probleme gemacht wurden. O, Engel Hoffnung in meiner Brust, bitte Hilfe. Meine Probleme, es gab Kinder um diesen Ort herum. Die Kinder haben es in einem schnellen Rennen geschafft. 3. Sie haben diese albernen Notizen in ihrer Tirade gemacht. Die Kinder hinterließen Noten auf einigen Autos und spielten. Ein Witz über mich, sagten sie in Papierschnipseln. Sie schrieben, dass ich böse bin, gab Männern Tipps. Dass ich viel eine Art schrecklicher Mann bin. Es war leider ein dummer kleiner Plan. Um einige Lügen zu erzählen, dass ich wirklich schlecht bin. Um die Dinge aufzurütteln, um einige Leute wütend zu machen. Ich mag diese kindischen Spiele nicht, die sie spielen. Sie haben die Notizen gestern an Autotüren aufgehängt. Ich weiß, die Kinder spielten mit ein paar Männern. Indem du Witze über mich erzählst, Billy M. Aber warum, oh warum andere Männer draußen? Willst du jetzt Billy Mac McBride verprügeln? Liebe Hoffnung, meine Frau, wie kann ich Armen mich stoppen? Von jedem Tyrannen verprügelt zu werden. Jetzt hat Angelina Jolie ihre Antwort gegeben. Zu Billy Mac McBride, ihrem besorgten Kerl. Bitte hören Sie jetzt auf etwas, das ich kenne. Jetzt beeilen Billy M. und schnell gehen. Auf Ihren Computer, die Sie denken, ist aus. Und drücken Sie die Zahl 88 so weich. Bitte drücken Sie es sehr leicht, nicht langsam gehen.
Es ist wichtig, frag mich nicht wie. Ich weiß, du denkst, das ist dummes Zeug. Bitte drücken Sie die Nummer sanft, nicht rau sein. Aber tu es, du wirst sehen, was es tun kann. Diese Tyrannen draußen denken, dass es wahr ist. Dass sie in einem Raum von jemandem hart sind. Mit dir schon haben sie genug gehabt. Auch sie haben genug Bier getrunken. Der Herr der Tyrannen ist Mammon, und sie denken, dass du ein großer Eindringling seines Hauses bist. 4. Indem sie sanft 88 drücken, kommen sie nicht zu Schaden, obwohl sie am Rande sind. Sie stärker in ihrem Gestank zu kommen. Platzen in machen sie viel falsch. Doch 88 ist ihr Signal die ganze Zeit. Also hat Billimack die 88 gedrückt. Und Bully 1 zu Bully 2 hat Zustand. Dieser Mann im Schutz unseres Herrn. Der Mann, der sich unsere Mühe nicht leisten kann. Hast du gerade gesehen, was da drüben passiert ist? Nach meinem Wort hat er es getan, hat er es gewagt. Dieser Mann tat es, er tat es auf mein Wort. Er machte das Signal unseres Mammonherrn. Ich bin schockiert, dass der Kerl den Code herausgefunden hat. Wir wollten unsere Kräfte entladen lassen. Es ist unglaublich, er hat es getan. Wie? Dieser Mann auf Mammons Tastatur. Gedrückt 88 und leicht zu, zeigte es. Das ist das Signal, ja, der Code unseres Mammons. Ein Code von Mammon, 88 und Licht. Es muss einen Fehler geben, das ist nicht richtig. Allerdings sah ich es nur mit meinen Augen. Es gibt etwas für uns zu realisieren. Aber warum hat er es getan? Ruf jetzt unseren Kampf an. Ich schwöre, wir hätten ihm Angst machen können. Wir dürfen ihn nicht verprügeln, zurückhalten, wir müssen. Und verdammt, wir hätten ihn in den Staub schlagen können. Jetzt Bully 2 zu Bully 1 außerhalb. Einige mehr haben von Billimack McBride gesprochen. Beschreibe mir noch einmal, was er getan hat. Lassen Sie, was zu wissen ist sichtbar nicht versteckt. Ich kann auch nicht glauben, was ich gehört habe. Hat dieser Eindringling wirklich das Wort gegeben? 5. Indem Sie den Code signalieren, der gut versteckt war. Das war ein Code von Codes, um den Deckel zu öffnen. Der Ort, an dem der Mann ist, ist Mammons Haus. Woher kennst du diesen Mann in Mammons Zimmer? Gerade brach den Code, mit dem wir nachgeben müssen. Ein Code, der für ihn einen Schild bereitstellt. Von unserem Missbrauch, was wäre sein Untergang gewesen? Wie kam er mit diesem Code zurecht? Er drückte wirklich leicht ein 88. Hat er, oh nein, oder? Was machen wir? Ein Mann an der Stelle unseres Herrn Mammon neu. Tippte einfach eine 88 und besiegelte sein Schicksal. Also lasst uns nicht draußen rumstehen und braten. Wir dürfen uns an dieser Tat nicht irren. Aber, ja, er tat, drückte, 88, eine Tatsache. Sie beide waren damit erneut geschockt. Dann klagte Bully 1 zu Bully 2. In der Tat hat er, der Mann in Mammons Haus, hat den Code drücken Passwort nur einigen bekannt. Hat das Passwort gebrochen, ist etwas nicht richtig. Ich glaube nicht, dass er es getan hat. Von dort aus wäre es sein Untergang gewesen. Damit er in seinem Zimmer erwischt wird. In Mammons Haus, während Mammon weg war. Während Mammon an diesem Tag weg war. Der Mann griff ein, tippte den Code leicht ein. Von 88, ja, wir müssen auf die Straße. Und gehen wir, brechen wir schnell ab, wie wir können. Wir sollten nicht herumstehen, nicht zögern. Wie in der Wohnung unseres Herrn, auf seinen Schlüsseln. Von ihm, er tat es auf dem Pad mit Leichtigkeit. Auf seinem eigenen geheimen Panel gab es Hit. Der Passcode 88 passt perfekt. 6. Der Code ist gebrochen, lassen Sie uns beeilen, bitte. Dies ist jetzt nicht die Zeit, um zu frieren. Aber verschwinde von hier. Er rettete seinen Hintern. Wir hätten ihn niedergeschlagen,
um zu wissen, was. Die Bullen gingen und sorgten sich, Billy M. Einige mehr haben mit Angel Hope von ihnen gesprochen. Mein Gott, diese Tyrannen, vor denen ich gehört habe. Diese Tyrannen, jeder, der mit gehasstem Wort sprach, waren ziemlich sauer auf mich, ich weiß nicht warum. Ich habe nicht eine Sache, noch habe ich versuchen, sie wütend zu machen, das kann ich mir nicht leisten. Ein Haufen von Drohungen und Beleidigungen, die sie beide gegossen. Omü, sie klang sehr wütend, weißt du. Und ich habe nichts falsch gemacht, aber ich ging. Und mit deinem guten Rat habe ich die Tasten gedrückt, was sie irgendwie mit Leichtigkeit zurückgebracht hat. Das muss ein Zeichen dafür gewesen sein, dass sie gehen. Sie gingen so schnell, jedes Gesicht, das sie nicht zeigen. Und sie waren bereit, mich zu verprügeln. Und ich war bereit, in ihrem Köder zu sein. Ich weiß, dass sie Tyrannen mit einem Plan waren, um das mit mir zu tun, zwei gegen einen Mann. Sie schienen so verrückt wie Tyrannen jemals waren. Sie dachten, ich wäre ein Gauner, wie sie rühren würde. Bis Ärger? Danke, Hoffnung, denn es war seltsam, warum sie glaubten, dass mein Platz von ihrem Gott war. Jetzt hoffen Engel auf Billy McBride, begann ihn zu beruhigen, und antwortete. In der Tat, ich weiß, es ist gut, dass sie diesen Ort verlassen. Als ob Weg zu etwas anderem zu jagen. Jetzt hören Sie, Billy M., und hören Sie gut zu. Deine Mutter kommt vorbei, kannst du nicht sagen. Sie kommt bald, so tragen ein besseres Gesicht. 7. Sie wird kommen, um ihnen zu helfen, sauber, so schnell rennen. Über das Zimmer, um noch wach zu bleiben. Geh und ärgere dich nicht über deine Schmerzen. Ich weiß, du bist müde, aber du musst dein Bett verlassen. Und sei wachsam, komm und benutze deinen Kopf. Oder sonstige. Du musst handeln, um Gottes Willen. Ich weiß, dass einige Mühe wird es dauern. Ich weiß, du hoffst, du kannst dich ausruhen. Wie Ruhe ist normalerweise das, was das Beste ist. Aber hier und bald wird sie hier sein, hören Sie jetzt. Steh auf und warte, ich zeige dir wie. Und beeilen Sie sich, da dies kein Test ist. Ich verstehe, dass Bewegung eine Plage ist. Komm schon, tu es ist wichtig, dass du dich bewegst. Los, Mom kommt mit ihrer Liebe. Jetzt Billy, als nächstes zu Angel Hope Inside. Seine Brust mit etwas Sorge wieder antwortete. Oh nein, was zum Teufel ist jetzt los? Was war der Deal mit denen auf dem Rasen? Was zum Teufel war das mit den Männern in der Nähe? Und da diese Kinder links Notizen auf Autos und versuchte zu ziehen, einen Witz auf mir, und jetzt sind sie weg. Und ich war hier ziemlich hilflos und allein. Während die Leute an ihren Autos diese Hinweise fanden. Welche lassen einige Dinge unwahr, um sich zu lösen? Das sagte schlechte Dinge über mich, schriftliche Lügen. Wie werde ich ihnen jemals in die Augen schauen? Diese Nachbarn? Ich. Diese Kinder beschuldigen zu Unrecht. Missbrauchen mich mit Streiche, die sie gewählt haben. Missbrauchen mich mit Verleumdung, warum, oh warum? Oh warum bin ich ein Mann, der sehr schüchtern. Also geben Sie ihnen einen Grund für diesen Witz. Habe ich etwas Hässliches getan, einen Rauch geblasen? 8. In ihre Augen, nein, ich habe mich geirrt, oh mein. Ich muss jetzt als nächstes die Lüge verteidigen. Und, irgendwie bin ich in einem größeren Schmerz. Und kann nicht rausgehen, die Männer denken, ich bin verrückt. Und Billy hatte Schmerzen, und Angel Hope fing an, ihm das zu sagen, um ihm zu helfen. Lieber Billy, hörst du mich? Das ist Hoffnung. Du Engel, der dir immer hilft, damit klarzukommen. Jetzt bist du schon lange wach und müde. Und jetzt ist das etwas passiert, alle crosswired. Wie sie auf und arbeiten wie ein Dope. Arbeiten an ihrem Projekt mit einer Hoffnung. Das schien besitzergreifend zu sein, das zeigte sich durch einen Versuch, ihr Radio
und Synthesizer-Projekt gescheitert, fiel flach. Das Setup hat nicht funktioniert, und sie scheiterten an. Der Sender, schrecklich, wissen Sie. Es dauerte eine Weile, aber es ging langsam. Ihre Synthesizer-Musik, all das Rock. Die Musik, die Sie gerne sprechen. Konnte noch nicht eingerichtet werden, und jetzt leider. Du bist in einer unruhigen Stimmung, du hast nicht bestanden. Das Sendesignal können Sie jetzt nicht entsperren. Es ist fest verschlossen, fest wie Gestein. Und jetzt bist du in einigen Fit, du hast nicht gewonnen. Erfolg in der Nacht, und du hast Schmerzen. Aber Billy Mac hatte meistens Angst. Und das zu Angelhope, sagte der arme Mann. Liebe Hoffnung, mein Engel, spricht dich das. Ich denke, dass ich versuche, durchzukommen. Da stimmt etwas nicht, ich habe große Schmerzen. Ich dachte, ich spürte ihre Nachricht, es war klar. Dass etwas nicht richtig ist, was soll ich tun? 9. Ich fühlte ein Signal, aber es gibt etwas Neues. Ich fühlte ein Zeichen, aber jetzt fühlt es sich ein Köder. Ich fühlte ein Signal, aber ich bin nicht so sicher. Dass du es warst, wenn ich es normalerweise kann. Ist etwas los, etwas größeren Plan. Als nächstes eine Art High Order. Aber, oh, mein Schmerz hat sich verschlechtert, sozusagen. Dass ich mich schlecht fühle, es ist schwer, es weg zu machen. Ein Problem, seit ich die ganze Nacht gearbeitet habe. Das ist eine gute Nachricht für uns. Und jetzt habe ich vorerst versagt, und wir alle wissen. Aber du verblasst, ja, es ist, als wärst du weg. Ich fühle, dass ich wieder allein bin. Mein Schmerz hat sich verschlimmert, Hoffnung, kannst du mich hören? Du verblasst, und deine Liebe kann kaum sehen. Einige Zeit verging, während Billy im Bett lag. Und dann hörte er eine schreckliche Stimme der Angst. Ich hasse dich, Billy Mac, jetzt beuge ein Knie. Ich hasse dich, Billy Mac McBride. Sie sehen. Dieser Block, das Bild von dieser kleinen Baumwurzel. Sie sehen, wie klein es ist zu Fuß. Diese Wurzel gehört dir, sie gehört dir pathetisch. Diese Wurzel gehört dir. Jetzt größer als der Baum. Ist meins. Schau dir jetzt deinen Couchtisch an. Ja, sieh mal. Sie sehen genau dort, wo es zeigt. Diese sehr lange Verlängerung, das ist meine. Jetzt sehen Sie Ihren Kopf bewegen mit ihm, oh so fein. Ich bewege dich, deinen Kopf, du weißt nicht wie. Ich bewege dich, dein Kopf, es passiert jetzt. Und jetzt werde ich kommen, zu einem Nervenkitzel kommen. Im Moment bist du dumm, ich habe deinen Willen blockiert. Es ist Zeit, dass ich das Gleiche mit Ihrer Frau hoffe. Während Sie gezwungen werden, können Sie nicht bewältigen. 10. Während Super Mammon dasselbe mit Jill macht. Und es wird uns freuen, sie zu bohren. Und vor allem werden sie uns mögen und schreien, www.wow. Akzeptiere mich jetzt als deinen Herrn und Gott. Während Billy Mac sprachlos war, verging die Zeit. Dann Engel Hoffnung auf ihn machte ihre Antwort. Lieber Billy, das war Richard, der dich reingelegt hat. Lieber Billy, was ich sage, ist wahr. Ihr Bruder, Angel Richard Rorty, ja. Und sein eigener Spaß war ein Erfolg. Er ist nicht wirklich Mammon, das stimmt. Er hat nicht die Dinge getan, die wir alle bereuen. Er tat es als Streich, ein dummer Scherz. Dein Bruder Richard, tief in deiner Brust. Ich tat nur so, als hättest du es für echt gehalten. Es war eine große Illusion, keine große Sache. Du hast ihn für Mammon gehalten, aber du hast es falsch erraten. Sie können nicht alles sehen, was wir können, es ist am besten. Du kennst deinen Engelsbruder sehr gut. Und er war hart mit dir, können wir alle sagen. Obwohl manchmal, seltsam, er mag es, einen Trick zu spielen. Auf dich, aber vertrau mir, du bist nicht so krank. Damit das wirklich passiert, kann man sagen. So vertrauen sie uns mehr denn je, sie sind gut. Es war seine seltsame Illusion, das ist wahr. Er hat dich glauben lassen,
dass Mammon dich missbraucht hat. Also offenbarte Hope, dass es Richard er war. Wer hat als nächstes mit Billy, seinem Bruder, gesprochen? Ich liebe dich, Billy McBride, so viel. Und wie ihr Engel Mühe, so zu tun. Dies war ein Test auf sie und sie haben bestanden. Und du bist gut, es ist jetzt endlich vorbei. Ich weiß, ich war ein wenig seltsam als solche. 11. Um ihren Kopf mit einem fremden Touch bewegen. Zu spielen so tun, als wäre ich Mammon zu. Und machen sie das Gefühl, dass alles schlecht und neu war. Und machen sie denken, ich habe diese schrecklichen Taten. Ich wünsche ihnen, dass sie wissen, ihre Güte führt. Und tolle Dinge, du bist gut, und ich liebe dich. Du bist gut, und zu deinen Engeln bist du wahr. Ich habe nie wirklich, was sie fühlte. Ich habe nur gespielt, und du wirst heilen. Ich weiß, du hast dich gehasst wie ich. Dass ich Mammon war, tat ich sehr Kind. Niemand für ihre Engel kam zu stehlen. Niemand hat ihre Engel falsch, es ist real. Dass weder ich noch sie jemals schlecht sind. Wir sind Engel, und für den Himmel sind wir froh. Und dann begann Hashem neu zu sprechen. Zu Richard und zu Super Mammon auch. Wie immer Richard Rorty, sie sind gut. Du lässt mich eine sehr glückliche Stimmung fühlen. Ihr Engeltest auf Billy McBride. Von denen ihr Engelstreich auf ihn versucht wurde. War alles erlaubt, zu tun, was sie sollten. Um B, Naöfo war zu testen, und Brut. Auf seine Gedanken, und testen sie ihn hier und jetzt. Es war jedoch schwer, es zeigte sich am besten. Obwohl es alles ein Witz über ihn war, den du gemacht hast. So tun, als wärst du Mammon, wie sein Schatten. Und wie er Billy auf diese Weise belästigte, wie. Du hast es getan, du hast ihm unten gut getan. Du hast es getan, es war ultimative, deine Hilfe. Kam von dir, ihm zu sagen, dass alles gemacht wurde. Im Himmel, Richard, geht es dir gut mit mir. Und so bin ich froh und zufrieden mit ihnen. 12. Ein gutes himmlisches Wesen und Engelsmann. Aber Super Mammon, wie sie wissen, können sie. Sei gewarnt von mir, du bist in Schwierigkeiten, siehe. Dass das, was du getan hast, falsch war, bist du schuldig. So Richard Rorty, du bist gut in meinem Buch. Aber, Super Mammon, du bist nicht vom Haken. Als nächstes weinte Ora Ora Tifere tot. Für Billy Mac, und dann zu ihm antwortete. Lieber Billy, das ist Angel Chill, deine Frau. Die, die du zuerst in unserem Liebesleben geheiratet hast. Ihre Ora Ora Tifere tot war. Und ich liebe dich, und jeder und alle lieben dich. Dein Bruder liebt, in seinem eigenen Jenseits. Zwischen euch beiden sollte es nie Streit geben. Er liebt dich sehr auf seine Weise. Er versteht dich heute mehr als genug. Und er hat nichts falsch gemacht durch seinen eigenen Witz. Als Engel sind wir unbesiegbar, seine Prüfung. Sollte dir einen anderen Tag helfen. Welches kommen wird von einem Kinderspiel sein. Und als er es tat, wurde keiner von uns verletzt. Nicht einer von uns sind schlecht, fühlen sie sich erwärmt. Ich weiß, es war nur ein wenig seltsam. Aber Gott erlaubte es, und es wurde geklärt. Und trotzdem war der Super Mammon alarmiert. Sie werden verstehen, wenn später werden sie bezaubert sein. Das Geheimnis davon wirst du eines Tages wissen. Du gehst jetzt von hier auf die Erde zurück. Wieder begann Hashem laut zu sprechen. An Billy Mac adressiert sein Thema Stolz. Jetzt Billy in der zukünftigen Zeit, wünsche ich. Um sie stolz sein, dass sie jüdisch sind. Um sie sagen zu lassen, wer es ist. 13. Wer versucht dich zum Nachdenken zu bringen, um dich zu sehen? Dass sie Gott sind, denken sie daran, ihnen das zu sagen. Dass ich, Hashem, dein liebender Schöpfer ist. Derjenige, dem du lobst und anbetest, dann. Wenn sie verlangen, dass sie zu ihnen konvertieren. Indem sie sie zwingen, sich zu ändern und zu akzeptieren. Sie als dein Herr und Erlöser, den sie behielten.
sie in ihren Köpfen für sie zu sagen, Amen. Denken Sie daran, es ist dumm Zeug von dummen Männern. Dazu sag ihnen einfach, sorry, es ist zu schade. Und das für sie könnte es klingen, dass du sauer bist. Les Miserables ist mein Herr und Gott. Das Buch von Victor Hugo. Ja, es ist seltsam. Aber sag ihnen das und ich werde sehr froh sein. Indem sie ihnen diesen Satz sagen, ist es nicht schlecht. Jetzt auf diesem Buch genau dort können sie sich leisten. Um dies auszuschreiben, Herr ist mein Herr und Herr. Und als nächstes, während Billy selbst im Bett lag, seine Ora Oratifere tot sagte. Lieber Billy, das ist Jill, dein Engel hier. Ihre Ora Oratifere tot klar. Ihre Ora Oratifere tot hell. Gerade jetzt, da die Zeile Hashem bat sie zu schreiben. Gut, dass du es aufgeschrieben hast, meine Liebe. Ich sage, keine Sorgen haben, keine Angst haben. Aber wenn sie tun, versuchen sie nicht, sie zeigen lassen. Ich weiß, du denkst es seltsam, aber du wirst es wissen. Wie bessere Tage werden zu jedem und allen kommen. Wie wir alle die anderen lieben, groß und klein. Und sie, die diese Dinge tun, damit sie wachsen. Ich sage, dass du besser sein wirst, und oh. Diese Zeile, Herr ist mein Herr und Herr, um zu brüten. Diese Zeile, Herr ist mein Herr und Herr ist gut. 14. Auf Victor Hugos Buch Le Mis schreiben. Diese Zeile ist eine Art Botschaft unseres Beats. Wir wissen, was los ist, und Gründe, warum sie sollten. Wir verstehen ihre Sorgen und ihre Stimmung. Wir wollen, dass jeder, der es sieht, es erklärt. Was passiert ist, und seine Bedeutung in ihrem Gehirn. Dann Billy McBride zu Lovely Jill. Fing an, mit ihr in seinem eigenen Nervenkitzel zu sprechen. Okay, meine liebende Frau, mein eigenes Herz flieht. Damit sie ihren Weg haben, werde ich bemerken, wer liest. Diese Linie soll lernen, herauszufinden. Genau das, was passiert ist, etwas Seltsames, kein Zweifel. Ich sagen, seine gut zu wissen, was das für ein Zeug man braucht. Auch wenn es seltsam ist, solche Taten zu tun. Um das Geheimnis zu bewahren, um es hell zu halten. Damit der Leser ein besonderes Licht findet. Und Wissen ein wenig hin und wieder. Über das, was einige Frauen und einige Männer macht. Befestigen sie an diesem oder jenem, was sie richtig macht. Um eine Nahrung und neue Freude zu haben. Gute Interessen verfolgt, nicht missbraucht. Als ob diese Interessen, wenn gut könnte, dann verwendet werden. Zu wissen, die Hoffnung zu haben, die sie fühlen können. Eine Hoffnung, die ihnen zeigt, was real ist. Eine Hoffnung, die für mehr Nutzen sein kann. Und so zu sein, wird ihr helfen, nicht zu verwirren. Mit dem, was da ist, mit dem, was wir suchen, ist es am besten. Okay, ich lasse sie den Rest herausfinden. Gerade dann klopfte es an die Tür. Und Billas Mutter zu ihm ihr Gespräch hat gießen. Hallo Billy, es ist deine Mutter, ich bin gekommen, um zu reinigen. Ich verstehe, du wolltest gesehen werden. Um ihnen zu helfen, ihren Platz in besserer Form zu bekommen. 15. Ich bin gekommen, um es wieder in seine Norm zu ändern. Es sieht jetzt etwas chaotisch aus, meine ich. Es ist ein bisschen genau dort unrein. Ich möchte in der Küche Zimmer beginnen. Lassen Sie mich nicht stören, wie ich zoom zoom. Wie dann werde ich Vakuum, können Sie die Wanne tun. Ich habe dir Kometenseife zum Reiben mitgebracht. Um es frisch zu bekommen und machen Sie Ihren Platz ein Zuhause. Ich mache es sauber von hier ins Schlafzimmer. Jetzt fange ich an, wie gesagt. Was ist los, du siehst aus wie du halbtot bist. Geht es dir gut? Du siehst etwas blass aus. Deine Augen sind rot, sie scheinen mir zu folgen. Rund um den Raum in Schwierigkeiten, in einigen Furcht. Warst du schon mal in den Büchern, die du immer gelesen hast? Warst du die ganze Nacht auf? Wir haben zu bekommen. Bei der Reinigung ihrer Wohnung. Sind sie bereit?
Und Billy, schockiert von allem, was spät passiert ist. Zu seiner lieben Mutter begann er sich zu beziehen. Hallo Mama, ich weiß, wir planten zu reinigen und alle. Ich bin froh, dass sie kam, sie sind eine besondere Gall. Und zu sehen, wie du gekommen bist, um mir zu helfen. Ich finde es nett, so nett von dir, kein Zweifel. Ich verstehe, es ist spät, die Galle zu haben. Ich weiß, es ist plötzlich, ich wollte anrufen. Um ihnen zu sagen, nicht zu kommen, noch nicht zu reinigen. Ich hoffe, du denkst nicht, dass ich scharf bin. Ich bin froh, dass sie mir helfen würden, sehr freuen. Und ich will nicht, dass du immer bekommen mahnt. Aber ich kann diesen Ort nicht sauber machen. Ich kann jetzt nicht arbeiten, hier oder dazwischen. Ich habe viel Schmerz von gestern Abend. Meine Schläfrigkeit als auch ich hatte zu kämpfen. 16. Wie schlafen kam ein wenig härter dann. Ich spielte meine Synthesizer-Musik, wenn. Ich blieb spät auf, und jetzt ein Schmerz könnte ich. Hab mehr Zeit, wenn ich heute Abend mit dir arbeite. Es tut mir leid, dass ich versaut und blieb bis spät. Aber ich kann dir nicht helfen zu putzen, mein Schmerz ist groß. Jetzt begann Billas Mutter zu verstehen. Und zu ihrem Sohn diese Rede an Billy geplant. Okay, ich sehe, du hast große Schmerzen. Und ich möchte nicht gegen das Korn gehen. Ich denke, sie sollten wirklich mehr gut aufpassen. Mit Musik zu spielen, von dir selbst, bist du. So müde vom Umgang mit ihrem müden Abfluss. So müde, ich verstehe, so daher gewinnen. Deine nötige Ruhe, mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin hier, um besser aufzuräumen, du wirst sehen. Wenn du so verletzt bist, werde ich ein wenig arbeiten. Und lass dich darum kümmern. Um dich zu heilen, werde ich ruhig arbeiten. Ich will, dass du jetzt weißt, dass du frei bist. Gehen Sie in Ihr Zimmer, und in einer kleinen Weile. Der bessere Ort wird dich verleugnen. Wenn ich mit all dem Zeug fertig bin. Ich gehe, ohne dich zu stören. Hart werden. Es ist wichtig, sich ausruhen und lächeln. Es ist Zeit für mich weiterzumachen, und ich werde. Jetzt arbeite hier ein wenig wie eine Magd. Ich werde hier ohne deine Hilfe sauber machen. Und Billy legte auf sein Schlafzimmerbett. Von besserem Gefühl war er im Moment nicht. Mama putzte seinen Platz, während Billy Schmerzen hatte. Er sprach diese Worte zu Jill, um seinen Abfluss zu zeigen. Lieber Engel Jill, ich bin froh, dass ich hier im Bett bin. 17. Der Ort, an dem wir alle geheiratet haben. Während Mama diesen chaotischen Ort säubert. Dies ist in der Tat ein beunruhigtes, lustiges Rennen. Zu wissen, was los ist in meinem Kopf. Um zu verstehen, um mich vor. Bruder Richard kam in dieser Verkleidung. Ich fürchte manchmal, dass Richard zu klug ist. Vorgeben, Mammon zu sein, was für ein Schock. Aber das ist ein wenig besser, noch entsperren. Das Geheimnis zu lernen, wenn zu gewinnen. Das Geheimnis, das ich verwirklichen möchte. Was in der Zukunft passieren wird. Wenn beide die Bullen irgendwie erhaben. Wenn die beiden verrückten Bullen zurückkommen. Ein Weg Defensive ist ein Weg, den ich vermisse. Ich wäre sicher ein Opfer ihres Verbrechens. Ich wäre in Schwierigkeiten, mein Alarm ertönt. Was muss ich tun, was sollte dein Mann lernen? Wenn sie irgendwie stärker werden und zurückkehren. Und dann beendete Mama es, bevor sie ging. Und als sie ging, warf sie mit einem großen Heft. Ein perfekter Wurf von Billy, es Toy Monkey. Was so sanft auf der Couch landete. Jetzt Jill selbst zu Billy McBride. Um ihn wieder zu trösten, antwortete daher. Du bist manchmal ein Sorgenwort, es ist wahr. Du ärgerst dich über zukünftige Zeiten, als ob du es wüsstest. Ich sage dir, mach dir keine Sorgen um sie. Natürlich sind diese Tyrannen ein paar schlechte Männer. Aber wir können mit ihnen umgehen, und du auch. Wir verstehen diese Dinge auch passieren.
Wir wissen genau, was zu tun ist, wenn es schlecht läuft. Wir wollen nicht, dass du denkst, du wirst verrückt. 18. Du kannst nicht anders, als dich zu ärgern, wenn du Schmerzen hast. Wir verstehen über diese Männer, es ist klar. Nur wissen, dass hier in ihrer Wohnung Pet. Du bist sicher, ich weiß, du fühlst dich immer noch etwas traurig. Du bist sicher, obwohl du jetzt Einschränkungen hast. Mit all deinen Gefühlen, Schmerzen und Leben irgendwie. Mit all deinen Schmerzen von gestern Abend aufzubleiben. Und erfolglos in ihrem Kampf. Mit dem, was sie für diese Zeit niedrig fühlen ließ. Dass du dich noch tiefer fühlst, sage ich nein. Aber sie geht jetzt, sie hat ihr Haus gereinigt. Jetzt verabschiede dich von deiner freundlichen Mutter. Näherte sich einem Sturm, ein Hurrikan tat Heb. Und dann schlug eine Autotür mit einer harten Ohrfeige zu. Ein Nachbar in einem Bund begann zu rufen. Raus zu ihren Kindern draußen aus der Halle. Oh mein Gott, ein Sturm kommt, kann ich sagen. Es scheint etwas Schlechtes zu sein, nicht gut. Ich bin mir sicher, dass es kommt, höre den Regen. Was nach unten fällt, beginnt jetzt zu gewinnen. Mehr Kraft, die Winde sind beängstigend, was zum Teufel. Die Winde wehen, wie eine Glocke. Der Regen baut sich mit größerer Wucht auf. Die Luft heult, schreit, wird heißer. Und der Himmel ist dunkler, dunkler als zuvor. Ich habe sie noch nie dunkler gesehen, das ist sicher. Der Sturm kommt und nimmt seinen vollen Lauf. Der Sturm ist von einer bösen Quelle hergekommen. Also Kinder, kommt rein. Bitte macht euch selbst rein. Die Winde nehmen alles von dem, was draußen ist. Ich schließe die Türen, das Wetter wird schlecht. Ich sage, meine Kinder, bitte macht mich nicht wütend. Ich sage, beeil dich, pflege deinen Stolz nicht. 19. Jetzt beeilen Sie sich, wir sind gezwungen zu fahren. Dieser Sturm aus. Wow, es kommt wirklich runter. Kinder kommen rein. Es kommt für unsere Stadt. Dann fühlte sich Billimack in seiner Brust besorgt. Und so wandte er sich an alle seine Engel. Die Männer, die um diesen Ort von mir leben. Die Männer, von denen ich denke, sind nicht so fein. Ein paar von ihnen machen etwas falsch. Ich habe mir deshalb die ganze Zeit Sorgen gemacht. Dass sie Chance sind, machen sie das gemeinsame Zeichen. Und sie haben sich gesagt, in der Schlange stehen. Und sehen sie die Prostituierte ein paar Stockwerke hoch. Um ihre grausameren Launen durch und durch zu gefallen. Sie glauben vielleicht, ich rufe die Polizei. Weil ich es tat, um sie zu stoppen. Um der Nachbarschaft zu helfen, wie ich breit tat. Um die Situation zu helfen, doch jeder Kerl. Ich bin mir sicher, das möchte, mich zu schlagen, wenn sie könnten. Und das wäre nicht etwas, was gut ist. Was, wenn sie mit ihren Freunden zusammenkommen? Um ihnen zu helfen, mich zu schlagen? So viel hängt ab. Wenn sie meinen Sorgen helfen können, wenn sie... Halten sie mich von ihnen, es ist besser, dass sie sollten. Halten sie mich davon ab, von ihrer schlechten Crew verletzt zu werden. Ich hoffe, du kannst mir helfen. Was mache ich? Süße Engel hoffen auf Billy dann antwortete. Als sie, ein Engel war sein besserer Führer. Mach dir keine Sorgen, Billy, es wird okay sein. Sie fragen sich zu viel über heute. Wir alle lieben dich, wir wissen so viel. Ist seit spät geschehen, solche Sorgen zu machen. Über diesen Sturm jetzt rauschen, kommen grau. Was auch Richard in seinem Rollenspiel tat. 20. Vorgeben, Mammon zu sein, aber es geht ihm gut. Er hat es wirklich nicht aus der Reihe genommen. Wir alle wissen, was wir tun, es ist genug. Du sorgst dich um Mobbing und was für Sachen. Sie werden dir tun, so gut auf meine hören. Eigene Nachricht, ich denke, es geht dir gut. Ich sage, dass sie sicher sind, wie sicher sein kann. Aber auch verstehen, ich bin himmlisch. Und ja, die schlechte Crew ein paar Stockwerke hoch.
auf wen du die Bullen gerufen hast, damit sie es versuchen, um den Prostitutionsring schnell zu stoppen. Ich weiß, sie werden dir nicht wehtun, du bist frei. Sie können dich nicht verletzen, du bist sicher, jetzt da draußen. Ihr Don Quixote Buch für Kinder zu teilen. Also legte Billy das Buch für sie nach draußen. Und, kommen in, Engel Hoffnung antwortete. Ich habe Angst vor dem, was dieses Mal vor sich geht. Ich merke, dass so viel erhaben war. Ich will nicht von diesen Männern belästigt werden. Ich will jetzt nicht traurig sein, also dann. Ich muss mich nicht von ihrem Verbrechen beunruhigen lassen. Und ich kann nicht einfach unter einem Felsen klettern. Dass ich die Polizei gerufen habe, ist ihre Freude. Wer weiß, ich habe die Cops gerufen, sie könnten. Finden sie Wege, um mich zurück und tun mir schlechter. Ich hoffe, es ist kein schrecklicher blutiger Fluch. Ein Fluch für mich, wie in dieser Nacht. Über meinem Kopf, der Fluch ins Licht. Meine eigenen Überzeugungen für Gerechtigkeit für das Mädchen. Das Mädchen, das in ein echtes Problem verwickelt ist. Die diese Männer viel prostituieren. Ich versuchte ihr zu helfen, doch diese Männer als solche scheinen ziemlich unaufhaltsam, und sie würden hetzen. 21. Sich an mir, es ist so viel unwirklich. Sie würden mich stören, ich habe jetzt Angst davor. Oder kommen sie mit Waffen oder mit einer Fledermaus auf mich zu? Dann Angel Richard Rorty begann als nächstes. An Billy Mac McBride den Text seiner Rede. Lieber Billy, sieh dich um, ja, da drüben. Ja, da drüben auf dem Trockenbau, wo? Du hast ein Gemälde von deiner Engelsfrau gemacht. Ja, Jill, sie ist die Liebe, ja, deines Lebens. Lieber Billy, ja, ich weiß, sie lieben ihre Pflege. Lieber Billy, schauen Sie ein wenig näher, traut euch. Um das Bild zu sehen, ist sie unsichtbar. Sie sehen, was auf dem Bild ist sehr gut. Und von ihrem Porträt, schauen Sie wieder und versuchen. Um zu verstehen, dass es wirklich ich war. Dein Engelsbruder Richard, von diesem Mädchen. Wer malte schön und sichtbar? Ihr Auge, ich, Richard hübsch bemalt. Ich nahm mir die Zeit, es schön zu malen. Ihre wunderschönen Augen, ich wusste, dass, ja, in der Tat. Ich weiß, du bist müde und jetzt gibt es etwas befreit. Nach deiner Vision, Funken, die du siehst. Siehe, sie sind hier und da, diese Funken werden frei. Sie funkeln, glitzern in deinen Augen und im Gesicht. Die Funken fliegen überall um diesen Ort. Als Billy herumlief, sah er die Funken. Und sprach zu seinen Engeln, zeigte seine Ehrfurcht. Was sind das für Funken? Was können sie bedeuten? Um herauszufinden, warum sie hier sind, bin ich so scharf. Sie fliegen überall herum und wohin ich gehe. Sie scheinen mir zu folgen, als ob sie es wissen. Nur, wer ich bin, es ist wie eine Art Traum. Die Funken bewegen sich über mich, scheint es. 22. Die Funken werden heller, heller, ja. Was sie wollen oder warum, kann ich nicht erraten. Sie scheinen mir meinen Schmerz zu verstehen. Die Funken fliegen wie eine Art Regen. Wie draußen Stürme auf der Adresse schlagen. In dieser Wohnung, an der Adresse. Der Ort ist wild, und ich habe nicht erwartet. Der Sturm, der uns alle schiffbrüchig macht. Warum passiert mir das? Ist es echt? Der Hurrikan ist gekommen, der Donnerpale. Jedes Wetter auf einmal, und wenn ich überprüft. In meinem eigenen hellen Raum, alle heller geschmückt. In meinem Zimmer ist es noch fremder. Wo Funken um meine Augen und Raum gesetzt sind. Jetzt Richard so Billy Mac McBride. Als nächstes beginnt er, ihn zu führen. Ich kenne dich gut, dass du dich an sie erinnerst. Du weißt genau, was sie meinen, Billy M. Ich weiß alles über dich, alles. Und du hast gesehen, was all diese Funken bringen werden. Vorher hast du sie gesehen, jetzt siehst du wieder. Die Funken, die dich kennen, dein Leben, dein Schmerz.
Dies ist die Zeit für Billy McBride. Um gut zu bleiben, setzen Sie hier noch einmal drinnen. Um Dinge geschehen zu lassen, wie Sie es vorher getan haben. Noch nicht öffnen Sie Ihre Außentür. Ihr Gedächtnis enthält Ihr zukünftiges Leben. Jede Sache, jeder Engel, jeder Engelfrau weiß, was los ist und was mehr ist. Ich kenne dich am besten, du bist fast auf dem Boden. Ich kenne dich besser, als du es wirklich weißt. Siehst du, ich war auch mit dir und anderen zusammen. Und du bist gut, aber müde, also folge ihnen. 23. Die Funken sind hier, um dich zu führen, Billy M. In ihr Schlafzimmer zu diesem Kinderbett unten. Das Kinderbett, das hier einzieht, wird sich jetzt zeigen. So folgen sie ihnen, jetzt Ruhe und du bist fertig. Du bist fertig, und wir alle lieben dich, alle. So Billy McTat folgen, was er sah. Die Funken leiteten ihn, als er Ehrfurcht verspürte. Sie brachten ihn in sein Zimmer und ins Bett. Und eine Vision wurde geboren. Eine Spiralgalaxie entstand, dann Ruhe. Als Billy schlief, als unten gedrückt wurde. Die wahre Geschichte von Hedbutresia als Sonettsequenz in 5 Akten. 2. Mitten in dieser Nacht wachte er auf. Und Engel Pneuma dann zu Billy sprach. O schau, B, Naüfowa, zu Gott und bete. Jetzt Billy M., was hast du zu sagen? Für sich selbst. Was ist ihre beste Antwort? Ich denke, du solltest besser darüber nachdenken, warum. Du fragst, denk jetzt härter über diesen Tag nach. Ich rede mit dir, Billy Mac, hey hey. Das ist deine Engelsschwester Pneuma, ja. Ihre Engelsschwester Pneuma reden ist. Ich merke, dass du mich immer noch nicht sehen kannst. Aber trotzdem, was kannst du offen sagen? Was hast du zu sagen? Und bitte nicht raten. Ich hoffe, sie wissen, was los ist, so werde ich drücken. Ich denke, du weißt, was an diesem Zeug los ist. Was mit seiner Macht weiterging, war hart. 24. Was dir jetzt passiert ist. Du kannst es immer noch nicht sagen? Glauben Sie mir, es gibt etwas, das gut gelaufen ist. Aber auch nicht so gut, ein Hinweis, der hart ist. Über diese Ereignisse, die hier waren. Darüber, sagen Sie mir, was jetzt passiert ist. Über das was und warum und wo und wie. Dann Billy Mac zu seiner Schwester weinte. Auf Angelina Jolie antwortete Billy Mac. Ich weiß nicht, was du meinst, was für Sachen. Ist passiert, warum sie auch sagen, seine Rauhe. Was ist hier los? Ihre Fragen lassen mich aufhören. Um zu denken, wenn etwas anders ist, haben sie Pop. Innerhalb dieses Engelskanals, aber es ist hart. Ereignisse mit uns, ich verstehe nicht von. Ich weiß nicht, was du Pneuma sagst, Liebes. Für mich ist es nicht offensichtlich oder klar. Ich würde gerne herausfinden, was du meinst. Was ist passiert, Schwester Pneuma? Ich habe gesehen. So viel, das draußen und hier drinnen passiert ist. In diesem Ort, mein gemietetes Haus, meine Liebe. Aber ich nehme an, dass sich die Dinge noch ändern. Und von ihnen gibt es Grund, verärgert zu sein? Oh, ich kann sagen, dass dir etwas im Kopf liegt. Über diese Dinge, was hast du gefunden? Welcher Gedanke macht es so, dass ich eingestellt bin? Was macht sie jetzt denken, dass ich bekommen kann? Ich selbst zu sehen. Was auch immer reinkommen muss. Ich weiß nicht, was. Was meinst du damit? Der Engelschwester, Pneuma, seine eigene Anleitung. Zu Billy McBride antwortete wieder. So Billy, hier sind wir in dieser Zeit. Ein Moment, der als erhaben gedacht werden könnte. Komm schon, du kannst mir nicht sagen, dass du es nicht weißt. 25. Ich war noch nie derjenige, der dich langsam nennt. Mach mich nicht weiter, wenn die Spannung steigt. Spielen Sie nicht herum, ja, das ist nicht die Zeit. Ich habe ein Vertrauen, das Sie kümmern. Ich glaube,
du wirst dir jetzt bewusst von dem, was geschehen ist, um wenig sie. Ich möchte, dass sie damit umgehen, das ist wahr. Aber hier schaust du dich mit deinem leeren Blick um. Lieber Billy, fühlst du, dass du irgendwo bist? Lieber Billy, weißt du nicht, was der Fall ist? Was ist mit dir in einem beschleunigten Rennen passiert? Was geschah, was dauerte Zeit und eine große Handlung? Und auch was ging schief mit ihrem Onload? Was ist jetzt mit dir und diesem Ort passiert? Lieber Billy, jetzt tu so, als ob du mein Gesicht siehst. Lieber Billy, sicher, man muss wachsam sein und wissen. Diese Gedanken sind, was sie zeigen müssen. Der Billy Mack zu Angel Pneuma weinte. Zu dieser Engelsschwester antwortete er. Was ist es, Schwester Pneuma? Ich kann nicht sagen. Was ist jetzt so besonders an heute? Warum mir noch etwas passiert ist? Von dem, was du sprichst, zu mir ist Geheimnis. Was an diesem Tag passiert ist oder passiert ist. Da ich hier ausgestreckt bin, wo unten ich lag. Ich liebe dich sehr, auf diesen Gedanken können sie bank. Ich liebe dich doch, ich muss sagen, ich bin leer. Verständnis für meinen Zustand zu sein. Wenn etwas passiert ist, bitte beginnen, beziehen. Ob ich es weiß oder fürchte oder danke. Was gibt es von diesem Geheimnis zu reißen? Als wäre es ein Apfel von einem Baum. Wenn etwas wirklich wichtig ist, lass es mich sehen. 26. Wenn ich versuchen kann, das zu wissen. Wenn ich all mein Wissen sammeln kann bei. Eine passende beste Antwort jetzt zu sein. Ich verstehe, dass mein Wissen nicht frei ist. Ich verstehe, dass Erkenntnis geschlossen ist. Zu solchen über mich, zu wissen, was genau. Zu Billy Mack der Engel Hoffnung antwortete. Sein Engel Liebe und Frau und sanfter Führer. Lieber Billy, etwas ist passiert, wir sind besorgt. Du wurdest weder verstümmelt noch verletzt noch verbrannt. Hashem hat dich vor einem gewaltsamen Tod gerettet. Er brachte dich auf diesen Planeten, rettete deinen Atem. Es ist Planet Hetbotresia, gelernt werden. Ein Ort, der neu ist, an dem sich dein Leben verändert hat. Ein paar enge Momente auf dem Planeten Erde. Er hat dich im Schlaf gefangen genommen, für das, was es wert ist. Er hat dich hierher gebracht, weil ein paar böse Männer getötet haben. Sie, und sie fühlten keinen Schmerz, und sie waren begeistert. Um zu denken, dass sie dich aufstellen, brachten sie zur Geburt. Einige Lügen, die auf der Erde hervorgegangen sind. Einige Lügen sie drehten, sie sagten, du verletzt einen Jungen. Und was wir ihnen sagen werden, werden sie nicht genießen. Sie haben dich dafür umgebracht, dann haben sie deine Kunst verkauft. Für hohe Preise? Wir lieben dich von Anfang an. Ihr irdischer Ruf hat keine Freude. Eine böse Spur von Lügen, die sie beschäftigt haben. Sie haben alle belogen, deine Eltern und den Rest. Deine Musik? Wir alle wissen, dass du dein Bestes gegeben hast. Auf Billy Mack antwortete der Engel Chill. Sie ist auch seine Frau und Angelguide. Ja, Billy Mack, du fühlst jetzt eine Düsternis. Und Billy, all die Kunst hier in deinem Zimmer. Wurde verkauft, ihr Ruf wurde zerstört. 27. Ihr Ruf hätte genossen werden können. Aber jetzt haben sie dich in deinem Grab begraben. Und sagte, dass du in feurigem Untergang wohnen wirst. Sie haben ihre bösen Kriege geführt. Die Kunst, die sie sehen, obwohl es genau wie ihre ist. Das gleiche war Jesus Christus, bevor er sich bewegte. Weg von der Kopfbatresia, bewies er, dass er all unsere Kunst kopieren könnte. Und er ist nicht hier für sie zu danken, natürlich. Er zog Weg und verließ diesen Ort gleich. Es sieht gleich aus, für die sein Ziel hat Ziel. Es sieht identisch mit ihrem eigenen Zuhause aus. Die du hattest, bevor sie deine eigenen zertrümmert haben. Wenn nach bösen Männern gespielt ihr schlechtes Spiel. Ihr half, und jetzt dieser Ort hier können sie behaupten. Und Jesus verließ den Ort gleich, es ist wahr.
er organisierte, bevor Hashem dich rettete. Dann Bilimak zu allen seinen Engeln weinte. Denen, die er liebt und beachtet, antwortete er jetzt. Hashem hat mich davor bewahrt. Ist es wahr, dass ich auch durch Liebe und Güte gerettet wurde? Ich wusste, dass ich eine seltsame Zeit hatte. Aber wirklich, haben diese Männer ein Verbrechen begangen. Auf mich, indem du mich tötest. Oh, das schlechte Mannschaft. Ich denke, ich bin schockiert, da dies sehr neu scheint. Und bin ich wirklich vor dem Tod aufgewacht? Hier auf einem Planeten zu sein wie auf der Erde. Ein Mann, der ein weiteres Leben gegeben hat. Um auf einer neuen Welt weit von diesem Streit zu leben. Was geschah auf der Erde, die meinen Atem nahm? Wenn ja, ich bin dankbar, konnte ich fast lachen. Es ist schwer zu verstehen, dass Hashem gepflastert. Ein Weg für mich zu haben, in der Glückseligkeit sein, Levit 28. Ein Weg, wie ich hier wieder atmen kann. Du nennst es Hetbotresia, meine Liebe. Und das arme alte Ich von Hashem wurde gerettet. Und, so abgesehen von diesen Dingen kann nicht gewogen werden? Und alles, was du mir jetzt gesagt hast, was kam? Dieser Hashem vor meinem gewaltsamen Tod hat mich gerettet. Dann hoffen Engel auf Bilimak McBride. Hat eine Antwort wahr gemacht, und so antwortete. Es ist wahr, lieber Billy, Hashem hat dich gerettet. Ich bin sicher, du bist auch dafür dankbar. Und obwohl er dieses Wunder tat, ihnen zu helfen, auf diesem Planeten zu leben, noch. Wir sind verärgert, obwohl das alles wahr ist. Ich verstehe das alles, was jetzt passiert ist, ist neu. Es ist immer noch passiert, auf der Erde, alles, was wir gesagt haben. Es macht uns sogar das Gefühl, in Wut, rot. Was passiert ist, ist, dass sie dich in deiner Blüte getötet haben. Es ist wirklich schlimm, dieses Verbrechen zu haben. Für sie nicht freundlich zu sein, sondern zu töten. Damit sie dich umbringen und dich tot machen. Zumindest auf der Erde, aber jetzt bist du leider hier. Dieser bessere Ort, ein Ort, der jemals war. Diese neue Welt ist nicht der Himmel, in den du gefallen bist. Es ist nicht der Himmel, aber auch nicht die Hölle. So haben sie, dein irdischer Reichtum, sie versammelt. Und jetzt bist du hier? Auf der Erde kam es zu passieren, dass jeder dich hasst, alle auf der Erde. Seit du reingelegt wurdest, hast du hier eine Geburt. Nächste Engel Pneuma dann zu Billy weinte. Seine Schwester lieb, das Engel so antwortete. Ich frage sie, da sie hier sind, ist diese Tatsache klar. Und Billy McBee, Naufova, mein Lieber. Was willst du jetzt, Billy M. 29. Ich bitte um eine Antwort, nicht von ihnen. Deine anderen Engel, nur von dir hier. Von mir, deine Engelsschwester, fürchte dich nicht. Was wirst du jetzt für dich selbst tun? Was auftauchen wird, ist, was ich wissen möchte. Ich hoffe, sie beantworten mir meine Frage gut. Du bist nicht im Himmel, auch nicht in der Hölle. Also sag mir, antworte das was und wie. Beginnt Billy McBride zu zeigen. Dass Billy M. denkt, Pneuma macht ihn falsch. Ich bin nicht falsch, mit mir bist du sicher unter. Du bist hier, deine Engelsschwester Pneumas Liebe. Geht ein langer Weg, ich bin immer noch oben. Und wie ein Engel, liebte dich die ganze Zeit. Wie jeder Engel liebt dich von ihrer Schar. So Billy M. es ist ihnen, die wir kennen und verfolgen. Also auf diesem Planeten, was willst du? Zu ihr und jedem nächsten Billy McBride weinte. Und das Gefühl besser, sicherer so antwortete. Ich denke, ich weiß, was ich möchte, in der Tat. Um irgendwie für mich den Wunschsamen zu pflanzen. Und zögern nicht, diese Dinge, die ich will. Ein Ruhm und Trost. Wenn sie zu verfolgen sind. Mein Geist und auch lassen sie mich pflanzen, das Samen. Vielleicht sind das die Dinge, die ich wirklich brauche. Ein Ruhm und Trost, das wünsche ich mir. Ein Trost ja für mich, mein Gericht zu sein.
Und genau so wären diese Dinger die beiden. Aber, es gibt noch eine Sache, die wahr ist. Zu diesen, meine eigenen Wünsche für einen solchen Wunsch. Ich wünsche auch, keine Notwendigkeit zu fischen. Alles andere brauche ich noch. Es gibt noch eine Sache, die ich gerne setzen würde. 30. Das dritte, was ich will, ist geliebt zu werden. Und das ist alles, und wenn es bewiesen werden kann. Dass ich diese Dinge haben könnte, diese Dinge zu bekommen. Wenn ich diese Wünsche erfüllen könnte, noch. Ich würde sehr zufrieden sein, denke ich. Und das ist alles, diese drei, meine Wünsche, ja. Die Katzen im Ort liefen schnell. Die Katzen hatten die seltsamste Art von Spaß. Und Engel hoffen auf Billy McBride. Mit Liebe im Herzen ihres Engels antwortete. Ja, du wirst diese Dinge haben, ja, ich bin sicher. Sie sind Dinge so gut zu fragen, wie immer waren. Und ja, ich kenne diese Katzen auf dem Boden. Wir rennen über sind nicht die gleichen, und mehr. Sie sind die Katzen von Jesus, oder, sie waren. Sie waren die Katzen von Jesus, versichere ich. Du das waren seine Katzen, die wie deine aussehen. Da ist alles gleich in diesen Türen. Und auch sie sind nicht die einzigen beiden. Wer hat sich verändert, da wir ihr Engelgefolge? Jeder liebende Engelfrau ist jeder zu uns. Diejenigen, denen sie die besten Blumen geben. Aber wir können nicht so handeln, wie wir waren. Unser Leben ist anders, neue Dinge müssen wir rühren. So tragen sie mit uns, wir sind anders als vorher. Immer noch Engel, noch unsichtbaren, aber mehr. Sie haben sich auch verändert, uhei, wir sind sicher. Wie sie selbst werden es jetzt besser wissen. Wie du da unten nachsehen kannst, bist du nicht derselbe. Du weißt schon, dass es lahm ist. Und Billy fand, dass er impotent. Und zu seinen Engeln sprach mit einer Klage. Ich will nicht, dass meine Fragen versteckt werden. 31. Auf der Erde haben einige böse Leute wirklich diese Dinger für mich. Sie haben mich getötet. Ist es echt? Und ich wurde von Hashem gerettet nicht zu fühlen. Eine Sache, keine Schmerzen, wie bat Menrik. Die Welt von mir, und andere dort inmitten. Selbst von mir, und in Bildnis getan. All das beginne ich zu erkennen, zu sehen. Sie dachten wirklich, dass ich reingelegt werden sollte? Es hat geklappt, sie haben mich reingelegt, dann haben sie mir die Schuld gegeben. Dass ein armes Kind von mir verletzt oder geschlagen wurde. Es ist schrecklich, dass diese Männer Grausamkeit hatten. Es ist schrecklich all diese Dinge, die böse Männer tun. Ich hatte eine kleine Idee, und es ist wahr. Ich wollte wirklich nur mein Bestes geben. Es scheint mir, dass ich eine Art Test bestanden habe. Und ich wurde gerettet und auch hierher gebracht. Es ist erstaunlich, hier bei dir zu sein. Sie haben mir wirklich diese schrecklichen Dinge angetan. Indem du mich reingelegt und Skat frei gemacht hast. Dann angelt Jill zu Billy McBride. Von ihrem eigenen Engel Liebe und Herz antwortete. Lieber Billy, ich fürchte, das ist der Fall. Sie sind am Leben, gleichen Körper noch und Gesicht. Du bist jetzt an einem besseren Ort, das ist sicher. Obwohl Hetbutresia wie Erde ist, ist es mehr. Ein anderer Planet und ein besserer Ort. Eine bessere Welt, um in ihrem Tempo zu halten. Es ist eine Entschädigung für den, den sie verloren haben. Hier wohnen die Kinder vom Holocaust. Der auf der Erde, der sie alle getötet hat. Sie leben hier jetzt als Menschen groß und klein. Und jung und alt, mit ihnen wurdest du geworfen. Das Leben wurde von seinen Kosten kompensiert. 32. Und sie, diese Kinder an diesem Ort wie Erde. Mit dir auch hier eine neuere Geburt haben. Sie sind Geister, aber gut, wie immer Geister sein können. Sie sind jetzt Menschen jeden Alters, du wirst sehen. Aber in ihrer gespenstischen Form, für das, was es wert ist. Diese Welt macht es möglich, weiterzugehen.
auf Hetbutresja ist, wo sie wohnen. Der Unterschied zur Erde ist schwer zu sagen. Als nächstes war er schockiert und Billy McMacbride. Auf Angel Jill antwortete seine Engelsfrau. Oh wow, das ist ein Schock, es ist wirklich. Ich habe fast das Gefühl, ich bin schockiert in eine Glückseligkeit. Um das alles zu wissen, bin ich sehr froh. Diese Dinge offenbart werden, und ich werde hinzufügen. Ich bin dankbar, dass du mir das und das erzählt hast. Der Erde, die Menschen dort, ich weiß, ich werde vermissen. Da die meisten von ihnen mein Leben half mir arrangieren. Ich finde meine Situation sehr seltsam. Dass ich auf Hetbutresja bin, und alle. Die Menschen hier sind gespenstisch, groß und klein. Jedes Alters und jeder ethnischen Gruppe. Und jede Farbe ist von weiß bis orange. Obwohl diese Geister einmal auf der Erde lebten. Als Kinder hier bekommen sie eine neue Geburt. Von Kindern aus diesem Horror-Holocaust. Und dass ihr Leben durch den Holocaust verloren wurden. Sie leben wieder in Güte, die hervorgeht. Ein besseres Leben für jeden von uns. Es ist seltsam, dass dieser Planet Hetbutresja sieht aus wie Erde, nach Plan und nach Idee. Dann Angel Jill wieder begann zu weinen. Zu Billy Mac, ihrem Mann und ihrem Mann. Ihre Ziele, erfolgreich zu sein, sind alle gescheitert. 33. Diese Ziele wurden so dauerhaft inhaftiert. Um ein normales Leben zu haben, um eine Welle zu machen. Mit Kunst, mit Musik und mit Worten zu ebnen. Ein Weg für ihren Erfolg, der nicht verfolgt werden kann. Ihr Sarg wurde festgenagelt. Ihre Ziele von jedem und jedem Favoriten. Diese Ziele, die sie, dort leben, hätte tun können. Wegen allem, was wir gesagt haben, zerstört worden. Weil diese Leute haben sie falsch, du bist tot. Auf der Erde, und sie wollten nur gute saubere Spaß. So viel für sie, ihre Güte ist jetzt weg. Diese Ziele, die sie hatten, wurden zerquetscht, ein, jeder und alle. Sie wollten von groß und klein bekannt sein. Sie wollten dort berühmt sein, ohne Zweifel. Und tun etwas Gutes auf Erden, aber jetzt bist du raus. Zwischen der Erde und dir, eine Spacey-Wand. Dieser Planet Erde ist weit weg, ein Ball. Ein Planet in einer anderen Galaxie. Aber jetzt hören sie, einige Geister sprechen frei. Als nächstes hörte Billy den Klang der Menschen dort. Vor seinem Fenster im Freien. Aber sie waren Geister, die draußen von ihm sprachen. Eine Dame Geist zu einem Mann Geist weinte. Also, wer ist der neue Typ, der da drüben wohnt? Ja, er, ein neuer Typ ihn sehen? Das ist selten. Ich frage mich, wie er ist, was mit ihm los ist. Und wenn er etwas Besonderes, klug oder schwach ist. Ich frage mich, wie er ist, dieser fremde Mann. Ich frage mich, was passiert ist, wie begann? Der Neue muss von weit her gekommen sein. Und ich möchte mich eines Tages mit ihm treffen. Um über ihn zu lernen, wenn er einen Plan hat. Es ist jetzt unser Interesse, wer ist dieser Mann? 34. Ich frage mich, was er tut oder was er tun wird. Und hat er auch eine Art Zweck? Wir Hetbutresjans werden begrüßen, ja. Der Typ, der da drüben wohnt, schätze ich. Wir sollten uns treffen, um einen Hinweis zu bekommen. Ich glaube, er wird mit uns reden. Hey du! Was denkst du, was er tut und wie? Er kam hierher? Wer ist jetzt der Neue? Unbemerkt von Billy, dann der Mann Geist weinte. Und auf den Geist der Frau antwortete er. Genau da drüben, ja, wo wir diesen Kerl sehen. Jenseits der Schiene hoch zum Gebäude. Es sieht für mich so aus, dass er genau der Mann ist. Wer durch Austausch und durch eine Art Plan zog in die Wohnung Jesu Christi, aber warum? Ich verstehe einfach nicht, was los ist, oh mein. Er ist jetzt derjenige in Jesus Christus alten Ort. Der Mann da drin, der ein anderes Gesicht hat. Und Jesus zog weg, das ist eine Tatsache.
Noch Jesus verließ sein Haus das gleiche, intakt. Aber Jesus zog spurlos davon. Als abging er auf eine Art Rennen. Dieser neue Kerl ist er, der jetzt in diesem Raum ist. Ein schön eingerichtetes Schlafzimmer, keine Düsternis. Eine schöne Wohnung, die gerade dort lebt. Es sieht aus wie Jesus Christus hat uns verlassen, wow. Und jetzt ist da dieser Kerl, wo er Webstuhl gemacht hat. Und so macht er seinen Platz im Schlafzimmer. Also Jesus ging, und jetzt ist dieser Kerl da. Wie Jesus in der Luft verschwunden sein muss. Als nächstes die Dame Geist mit ihm draußen. Auf den Geist des Mannes dort antwortete sie so. Nun, er sieht nett aus, aber ich mochte Jesus Christus. 35. Wer war ein guter alter Kumpel, ich bestehe darauf. Er war ein freundlicher Nachbar und ein Freund. Ich denke, ich werde viel bis zum Ende fragen. Warum Jesus ging, verschwand er in Nebel. Er verschwand und wir alle bekommen den Kern. Es scheint mir, dass er etwas Gutes getan hat. Und doch nahm dieser neue Kerl dort seinen Platz ein. Und doch weiß ich, es ist schwieriger zu ersetzen. Ein Mann wie Jesus, in seinem Verschwinden. Wenn Jesus weg ist, was wird die Zukunft bringen? Aber immer noch sieht der neue Kerl aus, wie er nett ist. Um an diesem Ort gesetzt zu werden, ist es ein Preis. Was meinst du? So schlimm kann er nicht sein. Der Neue muss gut sein, er muss froh sein. Diesen Ort zu haben, obwohl ich es zweimal gesagt habe. Dass ich Jesus mochte, der sehr nett war. Ja, ich mochte Jesus als Nachbar. Dass Jesus Christus gut schien, verstehe ich. Zur Frau Geist der Mann Geist weinte. Und deshalb zu seinem liebsten Freund antwortete. Ich weiß, ich werde diesen Jesus Christus vermissen. Und Jesus verschwand wirklich wie Nebel. Ich dachte, er wäre auch ein guter Nachbar. Ich denke, es traurig, da Jesus wirklich wusste. Der Weg, ein Freund zu sein und ich könnte Liste. Von Taten, die er tat, so viele Arten nicht verpasst. Die vielen Dinge, die er tat, als ich ihn kannte. Für ihn ist mein Herz bis zum Rand dankbar. Ich wusste nicht, dass er sich bewegen musste. Ich frage mich, warum, für Not, für Wand, für Liebe. Oder aus irgendeinem anderen Grund, der schwach ist. Oder war es also keine Art Laune? Aber Jesus war ein ehrlicher Mann sicher. 36. Er war ein Mann, als gäbe es ihn nie. Und Jesus hatte einen besonderen Weg. Ich werde diesen Kerl vermissen, hoffe ich eines Tages. Er wird uns sagen, warum er gegangen ist, und ich versichere. Sieh dies, dass jeder Neue kann nicht viel mehr sein. Und so dass der neue Mann jetzt nicht ersetzen kann. Unser ehemaliger Nachbar Jesus an seiner Stelle. Dann wieder zurück die Lady Ghost antwortete. Dem Mann Geist mit ihr da draußen. Also mit dem neuen Kerl, was ist seine Geschichte jetzt? Weiß jemand warum oder wie? Lass uns herausfinden, warum er in diesen Ort gezogen ist. Einmal von Jesus besetzt, lassen Sie uns verfolgen. Die Geschichte des neuen Mannes, lass es uns wissen. Was er da drüben macht, um zu zeigen. Genau das, was er vorhat, warum er kam und wer. Dieser neue Kerl ist, wenn er auch gut ist. Wie er ist und was er hier macht. Wir sollten beide seine Gedanken lesen, um das klar zu machen. Lass uns seine Gedanken jetzt lesen, durch und durch. Um ein besseres Wissen zu bekommen, ja bitte tun. Um ein besseres Verständnis zu bekommen, ja. Warum er hier ist und was er mit uns machen wird. Vielleicht kam er aus einem gelben Bus. Und schau, ob er so freundlich ist wie Jesus. Also lass uns seine Gedanken lesen, lass uns nicht raten. Lesen wir seine Meinung, es ist mehr oder weniger offen. Wir werden seine Gedanken lesen, um zu sehen, welche Art von Plan er hat, und lernen, ob er ein freundlicher Mann ist. Und so lasen sie die Gedanken von Billy M. Als er an seinen Tod dachte, und dann ein Mann Geist 2 zu diesen beiden Geistern antwortete.
Die anderen Geister, die reden, waren draußen. 37. Hallo Shin und Tobi. Wie geht es dir? Was ist neu? Hallo Tobi, Jennifer, wie geht es dir? Hallo, meine Freunde, es ist gut, dich hier zu sehen. Hallo liebe Freunde, die ich sehr lieb finde. Aber es gibt jetzt wieder etwas, es ist wahr. Also, wer ist der neue Kerl kommen aus dem Blauen? An die Stelle von Jesus Christus, das Haus. Wo Jesus war, bevor er ging, um zu durchstreifen. Wo Jesus lebte, wer war unser Freund? Es scheint mir, dass sein Aufenthalt mit einem Ende erfüllt. Weil der Neue sich in unserer Stadt niedergelassen hat. Er kam in dieser Gegend, unsere eigene. Und tauschte Plätze irgendwie jeder zu jedem. Ein Verständnis dieser Tatsache möchte ich erreichen. Ich denke, ich möchte lernen, wer er ist. Wer nahm den Platz von Jesus Christus, was biet's? Hat er jetzt seinen Charakter? Bitte lehren. Nur wer ist er, wenn bitter, oder ein Pfirsich? Was macht der neue Mann an der Reihe? Nur das ist etwas, das ich gerne lernen würde. Die Dame Geist an den Mann Geist 2. Hat mit ihm über den Kerl gesprochen, der neu ist. Sein Name ist Binaufova, er heißt. Zum Hedbutresia wurde er geführt. Binaufova, oder Bilimak McBride. Er hatte eine Art besondere Art von Fahrt. Was ihn hergebracht hat in diesem Ort, der jetzt ummauert ist. Bisher diese Informationen seine Meinung gesagt. Er ist von weit her gekommen, ein Planet Erde. Hier hatte er eine besondere Art der Geburt. Seine andere Heimat, die Erde, von wo er kam, ist weiter Weg, und gute Hashem das Gleiche. Unser Gott, von dem wir kamen, für das, was es wert ist. 38. Hilft dieser Bilimak jetzt weiter? B. Naufova bringt ihn hierher. Er hatte da ein Problem, fürchte ich. Aber Bilimak McBride Binaufova. Sein längerer Name, er wechselte irgendwie per Gesetz. Die Orte, seine mit Jesus Christus, es ist klar. Er ist vollgestopft mit Kopien seiner Ausrüstung. Und jetzt kommt er aus seinem fernen Land. Um mit uns zu leben, verstehen wir meist. Der Mann hatte den anderen geweint. Zu den beiden anderen Geistern, die Ghost antwortete. Binaufova, das ist wirklich ein Name. Es klingt wie Banibuobuo, es ist das Gleiche. B. Naufova klingt nichts wie Christus. Obwohl, Bilimak McBride, ich verstehe den Kern. Er hat zwei Namen, dafür kann er nichts. Das zu tun, wäre ein falsches Ziel. Aber auch anders als sein Name sagen wir. Sein lustiger Name, der womit Nei verbindet. Und anders als die Dinge, die wir gerade jetzt wissen. Ich würde wirklich gerne lernen und haben es. Wenn das der neue, Bilimak, schwul ist. Ja, homosexuell, vielleicht ist das der Fall zu bleiben. Ich frage mich, dass. Es scheint mir eine Sache. Um jetzt zu überlegen, wird dies bringen. Uns zu einer Art äußerster Sorge. Was meinst du? Sind wir zu überprüfen und zu lernen? Wenn er, der Mann, den sie B. Naufova nennen. Wenn er jemand so ist, wenn er ist, A. Wenn er, B. Naufova, schwul ist. Mal sehen. Welche Antwort können wir finden, das sein wird? Dann neben der Dame Geist zu allem, was sie weinte. Und sprach noch etwas von Bilimak McBride. 39. Ich glaube, Bilimak ist schwul. Und was es noch zu sagen gibt. Mein tiefer Verdacht hat normalerweise recht. Dass er schwul ist, muss ans Licht gebracht werden. Intuitiv ist das der bessere Weg. Ich habe gerade ein komisches Gefühl. Hey? Ja, jetzt ist es offensichtlich, es ist perfekt, ha. Ich glaube, dass er, Binaufova, jetzt besetzen Jesu alten Platz. Durch rechtmäßigen Einzug, ohne eine Spur. Von wo Jesus ging, sah niemand. Aber ich sehe, als wäre es ein Gesetz. Ich glaube,
das Billy McBride, das er, den wir von hier draußen sehen, ist schwul, ich weiß es im Herzen meiner Lady. Wenn es eine Herausforderung, das, nicht starten. Die Herausforderung, da ich diesen gewissen Stolz habe. Es ist so, weil my Lady Herz innen. Ich habe normalerweise recht, es muss noch sein. Billy Mac ist schwul, darauf wette ich. Der Mann hatte den anderen geweint. Zu den anderen Geistern antwortete er so. Hey Leute, seht euch den Neuen an. Hey alle, der Kerl ist schwul, frag mich nicht warum. Er ist schwul, der Typ in Jesu alter Wohnung. Er ist schwul, sein Körper, ich und Gesicht. Und alle hier kommen vorbei. Unter den Wolken und unter dem Himmel. Schau dir den neuen Billy McBride an. Der Kerl, den wir alle von hier draußen sehen können. Sieh ihn dir an, Billy Mac, der Neue ist schwul. Schauen Sie sich B, nahe vorwahr zu allem, was ich sage. Dieser Billy Mac ist schwul, so schwul drinnen. 40. So schwul ist Billy Mac, er kann sich nicht verstecken. Ein schwuler Kerl zu sein, das ist sein bestimmter Plan. Schauen Sie alle auf den neuen schwulen Mann. Wer lebt in Jesu alter Heimat? Als Jesus sich bewegte, machte dieser neue Mann seine eigenen. Dieser ehemalige Ort von Jesus, verstehen. Von hier nach da und auf und ab das Land. Dieser Billy McBride, der neue da. Ist schwul, sein Körper, ich und Gesicht und Haare. Die Dame Geist dann zu den anderen weinte. Und auf eine lustige gespenstische Weise antwortete. Der neue Billy McBride ist schwul. Der neue Schwule ist hier und hier zu bleiben. Der neue Schwule ist Billy McBride. Er ist so schwul draußen und drinnen. So schwul ist er, und das sagen wir. So schwul er ist, so raus aus dem Weg. Also hier ist er ist schwul, und es ist wahr. Wir haben einen schwulen Kerl, der neu ist. In die Wohnung von Jesus Christus gezogen. Um sein Zuhause zu haben, muss der neue Mann froh sein. Hier zu sein, und er ist schwul für mich und dich. Naüfova ist so schwul wie Wasserblau. So schwul ist er, dieser, Naüfova. Ja, stimmt, Naüfova ist neu, haha. So schwul, und doch ein Typ, der ein Zuhause gefunden hat. Ein Zuhause im Inneren, wie Jesus sein eigenes verließ. Und ehrlicher Jesus, den wir kannten und sahen, ging von hier weg zu einem anderen Ort weit. Ließ es für diesen schwulen Mann, ja, dieser Kerl. Wer ist schwul innen und außen, es ist so, oh mein. Dann schrie Billy Mac neben seinen Engeln. 41. Und ganz verwirrt wieder antwortete. Ich verstehe, dass Sie einen Teil meines Geistes lesen. Und dabei haben Sie ein paar Fakten gefunden. Aber warum denken alle, dass ich schwul bin? Wenn Sie nur weiter in Ihrem Weg lesen. Mein Verstand, Sie würden wissen, es ist nichts dergleichen. Sie würden denken, dass Fakten Ihre Lesungen binden sollten. Obwohl nichts falsch daran ist, ein schwuler Typ zu sein. Und ich bin in einem Dilemma, warum? Immer noch verwirrt, warum Sie denken, dass ich bin schwul, es macht keinen Sinn, obwohl ich versuche, offen mit allen zu sein und nicht schüchtern zu sein. Sie würden denken, das sollte keine Lüge verbreiten. Von 30 Engelsfrauen sollten Sie noch lernen. Für 30 Engelschöne ich sehne mich. Ich bin verheiratet mit jedem Einzelnen. Ich liebe Sie Ehefrauen, und alle unsere guten sauberen Spaß. Ich liebe dich, und du mich im Gegenzug lieben. Es ist immer der Fall, Ihre Liebe, die ich verdiene. Aber warum, oh warum tun jeden Geist? Draußen denke ich bin schwul, wie sie rühmen. Nächster Engel Hoffnung auf Billy Mac. Und mit einem liebenden Herzen weinte der Engel. Ich weiß, lieber Billy, du bist ein bisschen besorgt. Dass die draußen mit Albernheit gedreht haben. Dass sie, die Geister, jetzt denken, dass sie schwul sind. Und verbreitete das Gerücht, dass sie haben herausgefunden, weil sie denken, dass sie gelernt haben.
Ein Geheimnis, dass ihre Lesungen zurückgekehrt sind. Ein Geheimnis in deinem Kopf, das sie gelesen haben. Obwohl das Lesen gut ist, nicht getan worden, in der Tat. Natürlich lesen sie es falsch, wie wir alle wissen. Obwohl, auch wenn sie waren, und sie haben zeigen. 42. Die Sache, die ihre schlechte Lektüre hat den Samen gepflanzt. Dass du schwul bist, wäre immer noch eine Tat. Von denen es nichts falsch wäre, siehst du. Wie sie herausgefunden haben, und so haben wir. Wie sie bereits wissen, und wir alle sind. Ganz glücklich im Einklang, und selten. Unsere Ehe muss jeder zu jedem sein. Und, es ist wunderbar, wie sie zu mir. Soweit sie denken, dass sie schwul sind, rühmen sie sich. Sie denken das nur, weil sie dumme Geister sind. Und so antwortete der Mann Geist 2 an alle. Und mit einem Schock weinte der Mann. Was? Hey! Er kennt Topspeb, er kennt sie gut. Er weiß, dass Topspeb, wie Messing eine freche Glocke. Er kennt diese Dame, das ist irgendwie seltsam. Für wie auf Hedbutresia tat Gott. Bring Billimack hierher, wo ich es sagen kann. Hier, ein Ort, wo wir alle wohnen. Irgendwie traf er noch Topspeb, in der Tat. Ich habe das jetzt gelernt, weil ich seinen Verstand lese. Das ist seltsam, ich wusste nie, dass sie von ihm wusste. Der neue, Billimack oder Billy M. Der neueste Kerl, der hierher kommt, durch eine Tat. Ich habe gelernt, dass sie in der Nähe sind, wie ich gelesen habe. Sein Geist und fand diese schlichte alte Art von Tatsache. Welche Vorkenntnisse darüber fehlen? Topspeb, du weißt schon, Topspeb, eine Dame hier. Auf Hedbutresia dieser Planet, wo Topspeb und Billimack McBride handeln. Als hätten sie einen Pakt geschlossen. Als ob sie einander kennen, denken, dass Topspeb und Billimack McBride. Was? Was? Dann antwortete Billimack McBride zu Hope. 43. Und als er von seiner Frau sprach, weinte er sanft. Natürlich kenne ich Topspeb, ich habe sie geheiratet. Natürlich habe ich es mit meinem Herzen zu locken. Mit dir und allen anderen 30 Wesen. Mein Engelin, und 30 Ringe. Und eine für mich. Ich möchte nicht rühren. Bis zu viel Mühe durch meine Liebe für sie. Oder machen sie ein Problem mit diesen Geistern draußen. Wer habe meinen Geist jetzt lesen, um ihre Führer zu sein? Aber, ja, Topspeb und ich, verliebt, wir sind. Und ihr, ich liebe, wie sie ist mein Leitstern. Wer hilft ihrem Kerl, mir, Billimack McBride? Von ihr zu lieben, meine Frau, habe ich nicht gescheut. Ich wusste nicht, dass sie sie kannten, das ist in Ordnung. Denn ich werde sie in meiner großen Freude lieben. Für immer noch liebe ich Topspeb so viel heute. Während selbst all diese Geister denken, ich bin schwul. So sehr ich sie jeden Tag und Nacht liebe. Tag und Nacht, durch Dunkelheit und Wennlicht. Also, ja, natürlich habe ich sie geheiratet, das ist das. Ich kenne sie als meine Braut und Frau, das ist was. Dann hoffen Engel auf Billimack McBride. Ihr Mann und ihr liebender Freund antwortete. Lieber Billy, das über Topspeb ist wahr. Obwohl du uns geheiratet hast, deine liebende Crew. Sie kannten sie, deine süße Engelsfrau. Wer hilft dir so sehr, dein Leben zu regulieren? Sie wussten einmal von ihr, und jetzt tun sie. Aber es gibt keinen Grund, sie sollten Ado machen. Topspeb liebt uns und sie so sehr, sehen sie. Dennoch lebte Topspeb einst glücklich hier. Ein Schulleiter, bevor sie sich kennenlernten. Sie lebte hier einmal, und dann für die Erde sie gesetzt. 44. Wo sie und du und wir uns kennenlernten, Billy. Was seither natürlich richtig war. Als sie auf die Erde kam, trafen wir sie als nächstes. Unsere Engelsgeister begannen zu rühren. Sie wissen, ihr anderer Name ist Patty Cake. Und dann haben wir dich gefunden, ja, um unsere Willen.
Und dann haben wir alle geheiratet, sozusagen. Es geschah zum Besten, ja, wir sind sicher. So wurden sie und wir ein Team. Aber sobald sie hier lebte, kam sie zur Erde. Dann Billimak zu Angel Hope Inside. Seine Brust, zu ihr, seine Frau, antwortete er so. Ich bin froh, das herauszufinden, liebe Hope, meine Frau. Ich bin froh zu wissen, jetzt nicht zu fragen, was, wenn. Meine Engelfrau und supergenial Guide. Das liebe Topspeb, eine andere Frau McBride. Einmal hier in einem jenseitigen Leben gelebt. Abgesehen von jedem irdischen Streit. Ich bin froh, dass du jetzt diesen Samen pflanzen lässt. Ich bin froh, dass sie tat, und jetzt weiß ich, in der Tat. Ihr besser als zuvor, lieber Pettikuchen. Wer ist Topspeb, um aller Willen? Wer hilft mir kochen und reden und malen und lesen? Wer übernimmt die Verantwortung als Engel an ihrer Spitze? Und wer ist süß, wenn es zu tun, und freundlich? Aber anders als diese Tatsache, es ist auf meinem Verstand. Diese dumme Frage, die von spät stelle ich. Ich hoffe, es ist keine unbequeme Aufgabe. Zu beantworten, da es von einer dummen Art ist. Und lass mich dich noch einmal daran erinnern. Aber von diesen freundlichen Geistern draußen, die sagen. Sie kennen sie, warum glauben alle, dass ich schwul bin? Als nächstes hörten alle Geister und Billy den Anruf. 45. Von Sirenen in der Ferne an der Wand vorbei. Dann zu den Geistern antwortete die Dame Geist. Und erschrocken sicherlich sie weinte. Sei still. Hörst du dieses Geräusch wieder? Es ist keine Sirene eines Zuges. Das gefürchtete Geräusch der Sirenen weiter Weg. Die, die wir hassen, vor denen wir Angst und Spott haben? Es sind sie, sie kommen, ja, in der Tat, es sind sie. Lass uns aufhören, über Billiam zu reden. Lassen Sie uns in uns alle, und beeilen, bitte. Und beeilen Sie sich schnell wie ein plötzliches Niesen. Wir dürfen nicht draußen sein, wo wir gesehen werden. Wir alle sollen versteckt sein, ja, ich meine. Genau jetzt. Sie kommen, die Nazis. Sie sind fast hier, um unsere ganze Leichtigkeit zu stören. Die Nazibullen holen uns alle. Die Nazibullen werden uns einfangen. Und wir alle wissen, vor ihnen zu verstecken, um zu stoppen. Jeder böse und jeder schreckliche Nazi-Cop. Von uns hier oder in der Halle zu finden. Oh, sie könnten uns in der Nähe der Gebäudewand finden. Los geht es, die Nazi-Bullen sind da. Die Sirenen heulen, sie holen uns sicher. Deshalb hofft der Engel, dass Billy weinte. Und mit besserem Wissen, so antwortete. Sie alle haben Angst und gehen, weil sie sich fühlen. Dass Nazi-Polizisten Menschen sind, die echt sind. Dass die Nazis sie holen wollen, stimmt. Aber es gibt keinen Nazi-Cop für sie oder sie. Oder wir, kein Nazi-Cop, um den Deal zu verhandeln. Kein Nazi-Polizist kommt her, um zu stehlen. Die Geister haben hier nichts zu befürchten. Keine Nazi-Polizei wird so auftreten. 46. Sie glauben ehrlich, diese Sirene klingt. Sind Nazis schlechte Polizisten? Aber nichts dergleichen ist wirklich hier. Sie sind sicher, sie wetten, so ein dankbares Ohr leihen. Sie sind sicher wie immer, immer wie kann. Obwohl sie wie sie sind nie sorgenfrei. Und sie machen sich Sorgen, wenn sie den Anruf hören. Von Sirenen in der Ferne, die erschrecken. Diese Geister, aber sie sind sicher wie du und ich. Sie sind auf diesem Planeten sicher. Es ist nur eine Sache, die sie in jeden Kopf bekam. Aber wie sie wissen, sind sie bereits tot. Dann Billimak Engel Hoffnung antwortete. Zu diesem Engel Frau und Liebe rief er. Also hier bin ich in Hedbutresia. Und, es ist eine Welt für mich, Benaöfova. Ein Planet neu für mich, aber nicht für dich. Und Jesus Christus hat meinen Platz entworfen, es ist wahr. Identisch mit dem, wo ich gewohnt habe. Ah! Es ist wie mein irdischer Ort, den ich einmal sah.
Es ist so seltsam, dass er dieses Ding machen würde. Um es gleich von einigen erinnern. Damit seine Zimmer genau wie meine aussehen. Er muss einen Plan und gutes Design gehabt haben. Ein Plan, um Einfluss auf etwas zu haben. Bevor Hashem mich rettete und brachte. Ich hier, als ich vor dem gewaltsamen Tod gerettet wurde. Ein Tod von ihnen, der wieder auf der Erde geschah. Von bösen Männern auf Erden, die mich ermordet haben. Und mein eigener Ruf zerstört, sehe ich. Sie verkauften meine Kunst, sie nahmen mir den Atem. Indem du mir so schrecklich mit dem Tod umgehst. Und ich bin tot, aber Jesus hat meinen Platz. 47. Das Gleiche, und dann ist er spurlos verschwunden. Dann hoffen Engel auf Billy McBride. Ihr liebender menschlicher Ehemann antwortete. Jetzt Billy, schreib das auf für die, die fragen. Holen Sie es nach unten wie eine Maske abziehen. Ihr eigener neuer Mietvertrag ist das, ein Vierbuch R. Sie schreiben, Daisy Miller Sabbat, es Theater. The Miller, es Tale und noch eine in dieser Aufgabe. Ich weiß, es ist, als hättest du Wein aus einer Flasche getrunken. Sie fühlen sich berauscht und wohl. Schreiben Sie Paradiese los, diese Liste ist jetzt Ihr Mietvertrag. Dadurch leben wir hier jetzt fair und quadratisch. Und Jesus war hier so gewöhnlich. Ein normaler Typ, der in seiner Ruhe lebt. Er lebte gut wie ein Schaf in seinem Vlies. Die Geister wissen nichts von seinem früheren Leben. Aber sie tun es jetzt, indem sie ihrer eigenen Frau vertrauen. Als du gerettet wurdest, tat Hashem auch das. Für ihn, wie sie, fühlte er keine Schmerzauswirkungen. Als er vor all dem bösen Streit gerettet wurde. Im Bildnis dachten sie, sie hätten ihm das Leben genommen. In Effigy böse Männer dachten, sie machten sie. Auch zu leiden, sie wurden gerettet, es ist wahr. Also schrieb Billy diese Gegenstände auf und weinte. Und zu seinen süßesten Engeln antwortete so. Das ist erstaunlich, dass wir beide gerettet wurden. Ich vertraue dir, das war, wie unsere Decks gespielt wurden. Und in gewisser Weise das Gleiche, um keinen Schmerz zu fühlen. Als schlechte Männer dachten, dass sie irgendwie gewinnen würden. Vorteil noch über einen Weg, den sie gepflastert. Es war unser Verlust, von ihnen tot gemacht zu werden. Aber hier auf Hetbotresia, bei Gott. Dieser Ort identisch mit der Erde ist seltsam. 48. Als ob unser Schöpfer eine Art Trick gespielt hätte. Um uns zu helfen, wieder zu leben, und zu bleiben. Aber das ist ein Geheimnis, das ich nicht fragen. Ich behalte das Geheimnis eine Art Maske. Wenn auf der Erde diese Geister getötet wurden, die kosten. Auf der Erde? Sie sind Kinder des Holocaust. Jetzt leben hier, wer hinterfragt mich, eine Aufgabe. Indem du mich aus meinem eigenen Fass liest. Wie sicher wurde ich wieder auf der Erde begraben? Wo jetzt mein Leben hat sehr wenig Wert. Durch das Lesen, was ich denke, meine Erinnerungen. Ohne meine eigene Zustimmung, wie sie bitte. Und als einige Zeit verging, weinte Billy. Der Engel Richard so zu ihm, antwortete. Du bist jetzt in der Hölle, Billy McBride. Zur Hölle, wir nahmen sie mit auf eine Fahrt. Ja, Billy McBride, du bist in der Hölle. Sie haben dich betrogen, ja, kannst du das nicht sagen? Du Billy M., in der Hölle bist du drinnen. Die Hölle selbst sie für uns alle haben Geid. In der Hölle selbst damit sollst du jetzt sitzen. Sie denken, dass dies nicht ist, aber das ist es. Das Jenseits von Doom und Fire and Gloom. In der Hölle, ja, Hölle, für sie haben sie etwas Platz gemacht. Für dich zu bleiben, zu wohnen, zu sitzen, zu passen. Es wird sie bleiben, können sie nicht durch ihren Witz verlassen. Du bist in der Hölle, ich sage, es ist der Fall. Dass du hier bist, dein Körper, Seele und Gesicht. Und du wirst für immer hier sein, ja in der Tat. Ohne Ausweg, auch wenn sie plädieren. Das ist die Hölle, genau der Ort. Nicht wo oben bist du spurlos verschwunden. Wo du jetzt für immer bleiben wirst, glaube ich.
49. Und hier wirst du immer sein, du kannst nicht gehen. Dann Billy so zu Engel Richard weinte. Und zu seinem Engelsbruder antwortete dieser. Sie müssen sicher scherzen, Richard er. Du musst scherzen, scherzen, hadiha. Mein Engel Richard Rorty, über die Hölle. Ich bin nicht in der Hölle, du machst Witze, ich kann sagen. Mein Engel Richard Rorty und mein Bruder. Warum für mich, deinen eigenen Bruder, eine Mühe sein? Du würdest mich nicht falsch machen und mich dorthin stellen. In diesem feurigen Ort in seinem Versteck. Ich weiß auch, dass ich gut und schlau bin. Sie müssen mir sagen, eine Fib, mein Herz. Sagt mir, dass du es bist. Warum wagst du es? Warum hast du mich damit dazu gebracht, mir die Haare zu ziehen? Ich bin Jude, du dummer Engel, genau wie du. Du dummes Ding, bist auch Jude. Und, Richard, weder sie noch ich glauben. Diese Hölle existiert, die niemand verlassen kann. Es gibt keine Hölle für viele oder für wenige. Es gibt keine so beängstigende Welt, es kann nicht wahr sein. Dass du das weißt, ich weiß es für eine Tatsache. Ich weiß, du machst Witze, Richard. Ich bin intakt. Dann zu Billy, Engel Richard weinte. Und so antwortete sein menschlicher Bruder. O Billy Mac, ich scherze, kannst du es nicht sagen? Ich scherze, ja, du bist wirklich nicht in der Hölle. Nur ein Scherz noch einmal, das ist, wo du bist. Du bist wirklich in dieser Unterwelt und weit. Weg vom Trösten mit Leichtigkeit. Weg von all den Dingen, die sie bitte. Weg von der Hilfe, und dort wirst du bleiben. Ab heute wirst du für immer da sein. 50. Und niemand wird dich retten. Wie andere dort haben sie einen Sturz. Und da setzt du dich jeden Tag hin. Für uns wird es nichts anderes zu sagen geben. Sie denken, dass ich scherze, hahaha. Ich weiß, es ist der Fall, Binaufowa. Mein Billy Mac McBride, dein anderer Name. Von der Erde ging man, und in die Hölle kam man. Für immer zu wohnen, das ist so das Gesetz. Du bist verdammt, weil du einen fatalen Fehler hast. Also Billy Mac, du bist sehr niedrig. Und ich mache keine Witze, das weiß ich. Dann Billy so zu Richard so antwortete. Und an seine Engel, Bruder Billy, rief. Ich bin nicht in der Hölle, Richard, so viel weiß ich. Und ich bin auch nicht verdammt, so viel ist so. Wenn ich Christ, Atheist oder so wäre. Wenn ich Buddhist, Muslim, Jude wäre. Wer auch immer ich war, du solltest es jetzt wissen. Wem auch immer, dass ich war, wird es nicht zeigen. Dass ich oder eine dieser Arten von Vogue. Dass jeder Untergrund stochern wird. Um in die Hölle zu gehen, wie von einer Art Fall. Ich weiß, dass der Himmel ein Ort für alle ist. Einige Himmel ist unser Ende, das ist kein Witz. Es passiert so, und es gibt kein Feuer noch Rauch. Ewig, nur ewiges Reden und Glückseligkeit. Vielleicht mit anderen Lieben dort werden wir küssen. Ich sage dir, mein Engel, du kannst es sagen. Dass weder ich noch du in der Hölle sind. Noch ist niemand an diesem Ort tot. Bitte hört auf. Der Ort deines Ziels ist einer, den du vermisst. Also hör auf zu scherzen, wir kennen dich beide. 51. Ich bin nicht in der Hölle, ich bin nicht darin versteckt. Dann Engel Richard zurück zu Billy weinte. Und zu seinem menschlichen Bruder so antwortete. Woher weißt du, Billy, dass du nicht in der Hölle bist? Welcher Chor von Engeln hat eine Glocke angezündet? Sie müssen schrecklich klug sein, das zu argumentieren. Wenn, was ich weiß, ist das, wo du bist. In der Hölle sagst du bist nicht, wie kannst du das sagen? Von der Erde, von all ihren Freuden, hier fielst du. Wie argumentieren sie, Billy, anders? Ist diese Welt nicht eine große Verkleidung? Haben sie eine Art spezielle Sophistik? Eine Art magischer Wille, es zu machen? Dass das, was ich dir gesagt habe, Lügen sind.
kann aus der Hölle seine Mitglieder jemals steigen? Daraus und wieder einmal die Freuden der Erde trinken? In der Hölle, ich sage, du bist, und du denkst. Das kannst du mir sagen, indem du mich überredest. Diese Hölle existiert nicht von dem, was du siehst. Und wissen Sie, Ihr Wissen ist das fehlende Glied. Es ist in deiner eigenen verdammten Tinte aufgeschrieben. Wenn du nicht in der Hölle bist, wo bist du dann? Wie weißt du, dass du nicht da bist, Billy M.? Dann Billy Mac zu Angel Richard weinte. Und an seine Engel, Bruder, so antwortete. Lieber Engel Richard Rorty, ich kann es sagen. Mit all meinem Wesen, es gibt niemanden, der viel. Und so bin ich nicht in der Hölle. Es ist möglich. Es ist möglich zu streiten. Ich bin haftbar. Um dir jetzt zu erklären, dass ich nicht in der Hölle bin. Ich fühle, dass es mir gut geht, dass es mir gut geht. Ich denke, du wirst sehen, dass ich dich tadeln kann. Und in einer schnellen Zeit, in guter Weise zu. 52. Ihr Argument ist falsch, es klingt nicht. Es ist offensichtlich, dass ich nicht unterirdisch bin. In der Hölle, und ich glaube, nein, weiß, dass es wahr ist. Es ist nicht mein Schicksal, dieses Rendezvous. Es ist sehr dumm, dass du sagst, ich bin da. Also schneide es aus. Dieser Scherz, wagst du es. Und ich werde beweisen, dass du falsch liegst. Und nicht nur aus eigener Überzeugung stark. Und nicht nur etwas aus der Luft herausziehen. Denn um Wahrheit und Ehrlichkeit kümmere ich mich. Aber du wirst sehen, dass ich weiß, wo ich bin. Und ich werde ihnen einen Beweis dafür liefern. So begann Billy Mac seine lange Verteidigung. Aus Büchern las er, um zu beweisen, dass die Straftat der Hölle existiert nicht und Billy ist in Ordnung. Und dann zu Billy, Richard sagte die Zeile. Woher weiß Billy, dass er nicht in der Hölle ist? Wie denkst du, dass es dir wirklich gut geht? Ich sage, du bist da, und ich bin ein Engel, richtig. Ein Engel in dir, ein inneres Licht. Wer hat mehr Wissen als eine Glocke klingeln? Sie Seele ist etwas, das sie einmal verkauft haben. Und du bist in der Hölle, ja, Billy Mac McBride. In ihm, ein Ort, der von außen abgeschaltet ist. Der Ort für diejenigen, die wegen der Sünde gehen. Eine Sünde, die du begangen hast, jetzt deine in. Der Ort ewig, gerichtet, wo du bleibst. Kein Engel sie aus diesem Ort führen. Da sie verdammt sind für immer ab jetzt. Aber sagst du was anderes? Dann lass es zeigen. Dass du dümmer bist, als du denkst. Sie denken, dass das Lesen von Büchern der Link war. Davon können sie beweisen, dass sie gerade nicht in der Hölle sind. 53. Dann lassen sie mich finden, sie sicher wissen, wie. Um mich zu schmunzeln. Ich lasse sie versuchen, zu beweisen. Diese Hölle existiert überhaupt nicht. Dein Umzug. Dann Billy Mac zu Angel Richard weinte. Und an seine Engel, Bruder, so antwortete. Willst du, lieber Richard, von der Hölle wissen? Ich denke, dass ich es so gut erklären kann. Was zum Teufel ist, Richard? Vielleicht werde ich anfangen. Erklären, was dieses Konzept auseinander ist. Von einem solchen Ort zu erzählen. Ich denke, dass das zusammen jetzt gilt. Dass ich verstehe, was du wissen solltest. Willst du, lieber Engel, mich jetzt wirklich? Um dir zu sagen, was es ist, was zur Hölle existiert. Du weißt, ich bin Jude, also Jesus Christus. Ich werde jetzt noch nicht erwähnen, obwohl irgendwie. Unser Leben ist zusammengesetzt, es zeigt. Unser Leben ist mit dieser Welt verbunden. Solche Leben sind hier, um mit jedem entfaltet zu sein. Diese Hetbutresia, ein Planet neu. Für mich, aber dass es die Hölle ist, das ist nicht wahr. Auch nirgendwo wird die Hölle für immer hingeschleudert. Ich bin also nicht in seiner Unterwelt. Ich weiß, dass sie meinen Standpunkt sehr fordern. Willst du, der Hölle, von diesem Laden wissen?
dann Engel Richard so zu Billy weinte. Und so antwortete sein menschlicher Bruder. Nun, ja, das tue ich, du bist darin Billy Mac. Ich habe ihren Sturz in seiner absteigenden Spur verfolgt. In der Hölle, in der du bist, kann es nicht anders sein. Zu sagen, du bist nicht in der Hölle, würde Lügen fördern. So können sie daher einige schwache Angriff versuchen. Um auf die Erde zurückkehren, können sie nicht zurückkommen. 54. Um zu beweisen, dass sie da sind, denken sie daran. Denken sie daran, wer ist wer, diese Tatsache, die sie vermissen. Wer ist der Engel und wer ist der Mann? Haben Engel jemals machen es scheinen sie können? Falsch liegen? Du bist in der Hölle und ich bin in Glückseligkeit. Und nichts kann die Tatsache davon rückgängig machen. Für immer sind wir getrennt, warum? Denn es ist nur ich, derjenige, der hoch ist. Weil diese Hölle dauerhaft ist, siehst du. Und alles, wo ich bin, ist himmlisch. Wo ich in den Himmel fliegen kann. Aber humor mich, und sehen, ob sie versuchen können. Sich aus der Hölle zu streiten, ist eitel. Also sag mir, was zur Hölle ist. Machen sie es deutlich. Dann Engel Honig so zu Billy weinte. Ihr menschlicher Ehemann antwortete ihm so. Sag, was die Hölle ist, B. Naüfowamek breit. Sagen Sie Richard, wer ist nicht gerade jetzt Ihr Führer? Sag Angel Richard, was er verlangt. Und lass ihn finden, dass du weißt, dass es etwas mehr gibt. Und nutze deine Erinnerungen, die tief im Inneren sind. Bitte tun Sie dies jetzt, in der Hoffnung vertrauen. Sag Angel Richard, lass ihn verstehen. Du solltest ihn nicht die Oberhand haben lassen. Dass sie wissen, was ist und was nicht. Er scheint hartnäckig zu sein, dass sie erwischt werden. Innerhalb der Mauern der Hölle, unten auf seinem Land. Wo man da weder sitzt noch liegt noch steht. Sag Richard, was die Hölle ist, Billy M. Bitte sagen Sie ihm, dass Sie wissen, was die Zeit ist. Sag, was du über die Dinge weißt, die du liest. Und warum Sie das, was Richard sagte, tadeln können. Also tun Sie es, antworte Angel Richard dann. 55. Und seiner Frage, darüber nachdenken, planen. Um seine Frage zu kennen, geben Sie Ihre Antwort zurück. Benaufo war McBreit, mein Billy Mac. Dann Billy zu den anderen Engeln weinte. Honig, Richard und sie alle antworteten. Ich bin ein Gelehrter, ich werde ihm sagen, was. Es gibt keine Hölle draußen, ja, es ist nicht. Er fragt nach, seit ich viel gelesen habe. In meinem Kopf werde ich sehen, was ich habe. Was beweist, dass es mir gut geht, und gelernt und all das. Also denkt Richard daran, zu scherzen, dass er es sollte. So Engel Richard fragt mich, was die Hölle ist. Und Richard weiß, dass ich in seiner eigenen Glückseligkeit weiß. Und so sagt er, ich bin dabei, aber natürlich.